Freunde der gesunden Performance, es ist wieder Mittwoch, das heißt herzlich willkommen zu einem neuen Kern-Tutorial und heute geht es ums Thema Happy Neck. Schulter-Nackenverspannungen sind im Moment gefühlt noch gravierender als sowieso schon. Böse Zungen behaupten, das kommt von zu viel Zocken, Netflix, Disney Plus oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass uns ja über verschiedene Kanäle unfassbar viele Nachrichten erreichen, ja, dass ihr halt im Homeoffice seid, dass ihr da irgendwie Probleme habt, Verspannungen, manche schreiben, dass sie sogar schon Kopfweh haben. Wir haben in der letzten Zeit schon ja ein bisschen was auf Instagram dazu gemacht und wollen uns jetzt heute dann ein bisschen Zeit nehmen und wollen euch mal ein bisschen ausführlicheres Video zum Thema Schulter-Nackenverspannungen geben. Zum einen ist es so, dass die Nackenmuskulatur oft verspannt, weil sie zu schwach ist. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die Muskulatur kräftigen. Wenn ihr allerdings hingeht und habt schon deutliche Verspannungen und kräftigt dann kann es natürlich passieren, dass es kurzfristig erstmal schlimmer wird. Das heißt, was wir versuchen, ist, wir schaffen eben eine Mischung aus Mobilisation und entspannenden Übungen und anschließend dann kräftigenden, aufbauenden Übungen, ja, um halt eben beide Effekte da irgendwie abzugreifen. Heißt, im heutigen Video starten wir mit Mobilisation und starten auch direkt an der Halswirbelsäule. Könnt ihr gerne einfach im Stehen, im Sitzen machen. Ist es generell so, dass ihr für all die Übungen, die wir jetzt durchgehen, keine Hilfsmittel braucht. Ich würde euch vorschlagen, kombiniert das Ganze und arbeitet gleichzeitig einfach so ein bisschen an den Sprunggelenken und setzt euch beispielsweise einfach in den Fersensitz. Hatten wir in dem Video vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen. Also ihr setzt euch einfach hin. Richtet euch im Oberkörper auf und jetzt geht es darum, die Halswirbelsäule zu mobilisieren. Wir arbeiten zunächst mal auf der Achse nach vorne und hinten. Das heißt, Brustwirbelsäule bleibt neutral, Blick nach vorne und ihr schiebt einfach nur den Kopf, soweit es möglich ist, nach vorne raus und ihr zieht ihn so weit wie möglich nach hinten ran, ohne dass die Brustwirbelsäule sich bewegt. Wir machen von jeder Übung ungefähr 5 Wiederholungen, heißt hier 5-mal vor, zurück. Als zweites gehen wir hin und arbeiten auf der Achse nach rechts und links. Sieht so aus, dass wieder die Brustwirbelsäule neutral bleibt und ihr schiebt den Kopf nach rechts rüber und nach links. Auch hier, Ziel ist es, die Schulter locker zu lassen, Brustwirbelsäule neutral zu lassen und nur den Kopf zur Seite zu schieben. Und das Ganze möglichst kontrolliert und möglichst aus Kraft. Dritte Bewegung ist eine Rotation. Auch hier Brustwirbelsäule neutral. Ihr nehmt zuerst das Kinn so weit wie möglich auf die Brust. Geht dann über das Schlüsselbein mit dem Kopf so weit wie möglich in den Nacken. Kommt mit dem Kinn zum anderen Schlüsselbein. Und geht ganz nach unten. Und rotiert wieder durch. Auch hier 5 Bewegungen pro Richtung, also ich würde schon noch einmal dann die Richtung wechseln. Als zweites, neben der Halswirbelsäule geht es uns um den Schultergürtel, weil auch der hat oft Probleme, da müssen wir oft mobilisieren. Dafür gehen wir eins weiter in den Vierfüßlerstand. Ihr lasst die Arme ganz gestreckt und jetzt ist wichtig, die Wirbelsäule bleibt ganz neutral. Also wir machen nicht diesen Katzenbuckel-Hohlkreuz, den ihr vielleicht kennt, irgendwie aus der klassischen Wirbelsäulengymnastik, sondern Wirbelsäule bleibt neutral und wir schieben nur die Schulterblätter nach vorne raus und ziehen nur die Schulterblätter hinten zusammen. Schulterblätter rausschieben und zusammenziehen. Rausschieben und zusammenziehen. Der eine oder andere wird insbesondere in der Phase, wo ihr die Schulterblätter wieder zusammenzieht, merken, dass das so ein bisschen zittert, so ein bisschen stottert. Auch hier gibt es oft Ansteuerungsprobleme, wie wir das schon ja, von den Sprunggelenken kennen. Wenn das dann zu leicht sein sollte und ihr merkt, okay, ich bekomme das easy vor- und zurückgeschoben, dann erhöhen wir einfach den Hebel und gehen hin und bringen die Ausgangsposition im ganz normalen Stütz. Und auch hier nur die Schulterblätter hinten zusammen, vorne rausschieben. Wie gesagt, davon 5 saubere, kontrollierte Bewegungen. Dann, dritter Bereich, um den es uns geht, ist die Brustwirbelsäule. Und da möchte ich euch an der Stelle kurz einen Test mitgeben. Weil auch die Brustwirbelsäule hat eine entscheidende Auswirkung auf den Schulter-Nackenbereich. Insbesondere die Rotation und die Streckung haben dabei oft ein Problem. Stellt euch mal hin, hüftbreit, Füße ganz parallel,
nehmt die Arme nach vorne, bildet so eine kleine Pistole, heißt man kann sich in etwa merken, ja, wie weit man drehen kann und dreht euch im Oberkörper, soweit es euch möglich ist, einmal nach rechts und einmal nach links. Merkt euch in etwa, wie sich das anfühlt von der Brustwirbelsäule, von der Rotation, merkt euch ungefähr, wie weit ihr zu den Seiten kommt. Dann gehen wir hin und ihr kennt viele klassische Mobilisationen für die Brustwirbelsäule, sei es irgendwie mit Duoball in Seitlage und so weiter. Wir wollen heute ein bisschen anderen Weg gehen und kümmern uns mal um den Kiefer. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Kiefer und Brustwirbelsäule. Und zwar Übung Nummer 1. Auch hier Brustwirbelsäule neutral, Kopf neutral. Wir schieben nur den Kiefer in der Achse nach vorne und hinten. Heißt, wir schieben nur den Kiefer nach vorne raus. Und ziehen ihn wieder so weit, ich gehe dran. Und raus. Und ran. Dann, zweite Übung, einfach so weit es geht, auf und zu machen. Ihr stellt euch einfach hin. So weit wie möglich auf und zu. Ich denke, das ist ziemlich simpel. Und die dritte Bewegung, die wir hier haben, ist wieder zur Seite. Das heißt, wir schieben den Unterkiefer seitlich rechts und links. Und jetzt könnt ihr sehr gerne entweder alle drei Übungen hintereinander machen und dann wieder die Rotation der Brustwirbelsäule testen, und ich merke sogar, dass ich mit meinen 4-5 Wiederholungen, die ich jetzt gemacht habe, ein bisschen entspannter geworden bin. Oder ihr testet jede einzeln, also ihr schiebt vor, zurück, testet, ihr macht auf, zu, testet und ihr schiebt zur Seite und testet. Und wenn ihr dann merkt, okay, da sind jetzt nur ein oder zwei Übungen, die mich geschmeidiger machen, dann macht ihr eben nur die. Aber ich würde euch empfehlen, einfach alle 3-5 Wiederholungen und dann habt ihr erstmal ein ganz gutes Home-Workout. Dann ist so, über diese drei Komponenten, Halswirbelsäule, Schultergürtel und Brustwirbelsäule, haben wir das Ganze ein bisschen mobilisiert. Jetzt geht es darum, wie ganz am Anfang schon gesagt, das auch zu kräftigen und noch aufzubauen. Dafür könnt ihr die unterschiedlichsten Übungen machen, die irgendwie den oberen Rücken-, Schulter-, Nackenbereich beanspruchen. Schwimmer ist immer wieder eine gute Idee. Schulter-Cars in verschiedenen Möglichkeiten, stehend, halbkniend, an der Wand, das sind alles gute Möglichkeiten. Für heute picken wir uns einfach mal eine Übung raus, die man so ein bisschen abwandeln kann. Dafür legt ihr euch auf den Boden. Lasst die Wirbelsäule neutral, sodass der Kopf knapp über dem Boden bleibt. Und wir nehmen die Arme zunächst mal einfach nur gestreckt nach vorne. Daumen zeigen immer zur Decke. Blick, wie gesagt, zum Boden. Füße können locker liegen bleiben. Und wir heben nur die Arme gestreckt an. Langsam tief, diesmal nicht ganz absetzen. Anheben und tief. Und das halt als ganz normalen Satz, sprich ein bisschen auf Wiederholungen, geht so Richtung 8 saubere Wiederholungen. Dann als zweites verändern wir einfach nur ein bisschen den Winkel und nehmen die Arme nicht mehr ganz nach vorne, sondern wir gehen in so eine Art Y-Position, machen hier dasselbe Spiel, Blick zum Boden, langen Arme anheben, langsam wieder lösen. Auch hier 8 saubere Wiederholungen und als drittes geht es dann in der T-Position, Blick zum Boden, anheben, und lösen. Macht einfach in jeder Position so 2-3 Durchgänge, gern als Zirkel, dass ihr also zuerst vorne, dann Y, dann T, vorne Y, T, vorne Y, T. Das wäre eine Übung, die ihr als Kräftigungsübung nach der Mobilisation packen könnt. Eine zweite Übung, die ihr auch überall zu Hause machen könnt, ihr braucht lediglich einen Stuhl, eine Bettkante, eine Tischkante oder was auch immer, sind sogenannte Trapez-Dips. Heißt, ihr setzt euch hin, nehmt die Hände direkt neben die Hüfte, damit haben wir automatisch eine Breite, bringen die Füße ein bisschen davor, dass die Hüfte gerade so ein Stückchen vor der Kante ist. Brustwirbelsäule bleibt aufgerichtet und ganz wichtig, wir machen keine Dips, heißt die Arme bleiben ganz gestreckt und ihr sackt jetzt nur im Schultergürtel ein, dass die Schultern Richtung Ohren kommen. Und ihr drückt euch wieder aus dem Schultergürtel nach oben raus. Einsacken und rausdrücken. Und auch hier, ähnlich wie bei der Kräftigung eben, 8 saubere, kontrollierte Wiederholungen, davon ruhig 2-3 Sätze und that's it.
Heißt, ihr braucht für das komplette Workout, wenn ihr es ein bisschen verinnerlicht habt, wenn ihr es ziemlich zügig durchzieht, braucht ihr keine 10 Minuten. Und ich verspreche euch, ihr werdet direkt merken, dass Schultern, Nacken und oberer Rücken deutlich entspannter sind, ihr weniger Verspannungen habt und damit dann langfristig ihr hoffentlich so Thematiken wie Kopfschmerz und so vermeiden könnt. Probiert es unbedingt aus. Schreibt uns wie immer Kommentare, schickt uns Nachrichten zu verschiedenen Themenvorschlägen, Videos, die wir irgendwie drehen sollen, andere Übungen, Problematiken und so weiter. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns schon am Sonntag wieder, Ostersonntag, in einem neuen Kern-Vlog.